Der freie Fernsehsender FS1 und Rippe-TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok-Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Ja, im Sinne von, man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Man spürt seine Ketten nicht, wenn man nicht nach vorne geht. Und vor allem, die Welt wird nicht besser, bloß weil sie sich dreht. Machen wir in diesem Sinne weiter. Es geht nun in uns zur inneren Stille. Der nächste Referent, wir dürfen sehr gespannt sein. Nun referiert er eine Stunde lang und dann noch im Hauptabendprogramm wird er für die musikalische Unterhaltung den Rahmen bieten. Und es freut mich sehr, euch nun den nächsten Referenten, der über, wie schon erwähnt, Wege zur inneren Stille referieren wird. Begrüßt mit mir Andersmensch David Hausweg. Und da findet er schon den Weg. Wunderbar. Es war das Klopapier leer. Hm? Das, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich wusste, einen wird es dann fressen. Und das war es in dem Fall du. Okay, nochmal. Wie gesagt, viel Spaß. Eine Stunde lang. Und am Abend dann nochmal die musikalische Unterhaltung, den musikalischen Rahmen. Ich wünsche euch viel Vergnügen und eine spannende Stunde mit Anders David Pausweg. Ja. Servus. Normalerweise fange ich an mit "Lass uns einen Moment still sein", aber da ist dann die Halle immer voll und dann macht es auch Sinn. Aber jetzt ist eh relativ leise, also für mich zumindest ist es relativ leise. Trotzdem, einfach jetzt mal einen Moment nichts reden, nichts denken. Es wird schwierig. Einfach nur einen Moment still sein. Ist gar nicht mal so leicht, oder? Das kriegt dann irgendwann schon so. Das kriegt so einen beklemmenden Touch, wenn man dann eine Weile still ist. Ganz schwierig ist Stillsein zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse. Und man stellt sich ja generell an der Schlange an, was am längsten dauert. Da kann man dann kaum noch still sein, da muss man dann texten, rumwetzen, klopfen, trommeln. Dieses Stillsein ist für uns ziemlich schwierig. Deswegen habe ich auch immer gern diese Vorträge Wege zur inneren Stille, weil da wird es dann nämlich interessant. Wenn ich nämlich von Stille spreche, dann meine ich jetzt nicht die profane Abwesenheit von Lärm, ja, die akustische Stille, sondern ich meine eher so die Stille im Inneren, da drinnen. Da schaut man nicht gern rein, ich weiß. Weil man wird dann oft mit was konfrontiert, das einem sehr wenig gefällt. Da wünscht man sich dann oft, bevor man da reinschaut, dass man im Supermarkt steht und es sind noch 25 Leute voran und man könnte noch 30 Nachrichten auf WhatsApp verfassen oder so. Deshalb ist mir persönlich, und wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass Stille, und damit meine ich, wie gesagt, nicht halte die Ohren zu und hör mal nichts, sondern ich meine nichts denken.
Probier's mal. Jetzt kannst du es direkt hier live, ja, ausprobieren, nichts denken. Und wenn es nur eine Sekunde wäre, wäre schon viel. Geht nicht, ich weiß. Ich weiß, wir sind nicht konfrontiert worden mit den Dingen, die wirklich essentiell sind. Zum Beispiel für die Kinder, das war jetzt essentiell. Also für das Kind war es essentiell, einen Luftballon zu zerplatzen. Ja? Als Erwachsener fragst du immer, was bringt das? Was schaut dabei raus, wenn ich einen Luftballon zerplatzen lasse, zum Beispiel? Generell nichts, also so am Konto einmal gar nichts. Gesellschaftlich im Status auch nicht viel. Im Endeffekt wäre es aber wirklich wertvoll, sich mal damit zu befassen, eine Stunde lang zum Fluss zu gehen, zum Bacherl, wo er immer ihr wohnt. Also ich komme ursprünglich aus Wien, jetzt wohne ich in Bayern. Da gibt es auch sehr viele fließende Gewässer. Sich mal eine Stunde lang an einen Fluss zu setzen und nichts zu tun. Ich meine jetzt nicht dabei texten und fotografieren, eine rauchen, ein Buch lesen, sondern einfach nur an einem Fluss zu sitzen und nichts zu tun. Eine Stunde lang. Das ist für viele verlorene Zeit. Für viele sagen, was bringt mir das? Ich kann da garantieren, es bringt sehr viel. Also damit das einmal klar ist, für die, die mich nicht kennen, ich werde heuer 45 und ich meditiere seit meinem 7. Lebensjahr täglich. Also seit rund 38 Jahren meditiere ich täglich. Das heißt, ich suche täglich einen Zustand der inneren Stille auf. Einen Zustand des Nicht-Denkens. Jetzt werden manche sagen, ja, das ist ja unmöglich, nicht zu denken, weil es gibt ja diesen Spruch, ich denke, also bin ich. Und den heulen Milliarden Menschen, nicht Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt für eine absolute Weisheit. Ich halte den für einen absoluten Schwachsinn, ja, weil dort, wo du denkst, bist du nie. Weil das Denken findet immer jenseits des Augenblickes statt, wo das Leben wirklich existiert. Jetzt ist die Frage, anders Mensch, wo existiert das Leben? Also generell seit ewigen Zeiten immer nur hier, jetzt. Das Überraschende ist jetzt, ob es jetzt war 1482, ob es war 1978 oder ob es jetzt ist 2017, es war immer nur jetzt. Und die Leute, die im Jetzt waren, waren immer nur hier. Das Denken, dein Denken, ist aber nie jetzt hier, sondern immer an Augenblick vorm Jetzt, beziehungsweise an Augenblick nach dem Jetzt. Das kannst du auch interessanterweise, wenn du, also ich habe noch ein Lexikon zu Hause, die meisten Leute googeln heute, ich bin einer der altmodischen Menschen, ich habe ein Lexikon zu Hause, da kann man nachblättern, das hat ein haptisches, das gibt so ein haptisches Gefühl, wenn man ein Buch in die Hand nimmt, ja, da fühlt man auch was, anders als bei so einem kalten, unpersönlichen Smartphone. Das riecht auch, das hat einen Geruch, so ein Buch, und man schlägt es auf, zum Beispiel bei jetzt. Und dann wird dieses Jetzt auch definiert, und zwar durch zwei Größen. Erstens durch die Vergangenheit. Nur die Vergangenheit, die gibt's nicht. Nimmer mehr. Und kein einziger Mensch kann in die Vergangenheit zurück. Und dann gibt es dann noch die Zukunft. Die gibt es noch nicht. Ja? Und die Vergangenheit ist immer so, da macht sich der Mensch so richtig fest dran. Ich bin meine Vergangenheit quasi. Glaubt er. Ja? Dabei ist Vergangenheit etwas, das erstens einmal nicht mehr da ist. Und zweitens mal ist das, was ich glaube, was Vergangenheit, auch was du glaubst, was Vergangenheit ist, etwas, das täuschen kann, weil es aus Erinnerungen besteht. Und Erinnerungen können täuschen. Definitiv. Wo habe ich meinen Autoschlüssel? Ja, der liegt ganz sicher in der Schale im Vorzimmer. Aber da ist er nicht. Ich bin mir ganz sicher, ich erinnere mich. Dass... Also, welchen Pullover hast du angehabt bei deinem 10. Geburtstag?
Du bist da ganz sicher, es ist vielleicht der mit der blaue mit den gelben Streifen. Und du bist da ganz sicher. Und eines Tages schaust du mit der Mama ein Fotoalbum an und entdeckst, ja, ich trage an einem meiner Geburtstage einen blauen Pullover mit gelben Streifen, nur es war halt nicht der 10. Geburtstag, sondern der 12. So sicher ist jetzt einmal die Vergangenheit. Ja? Also, du kannst nicht in die Vergangenheit zurück und sie kann auch täuschen, weil sie besteht nur aus Erinnerungen und Erinnerungen verblassen. Das nächste wäre die Zukunft. Zur Vergangenheit muss ich ansagen, das Ich, also das ist das Ego. Und da darf man mich bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht dieser Esoteriker, der sagt, oh, das Ego ist so böse, das musst du abschaffen, das musst du überwinden. Nein, nein, das Ego ist ganz wichtig, wenn du kein Ich hast, wo ist dann das Du? Ja, also du brauchst es. Behalte dein Ego, bitte. Wahr es, liebe es, wertschätze es. Es ist ein wichtiger Teil deines Lebens hier auf der Erde. Ja? Aber das Ego bedient sich seiner Vergangenheit entweder so, ma, du weißt gar nicht, was ich alles schon hinter mir habe. Oder, du hast ja gar keine Ahnung, was ich alles schon hinter mir habe. Ja? Also das sind die zwei Varianten, wie dieses Ich, das du glaubst, dass du bist, seine Vergangenheit benutzt. Und dann gibt es dann noch die Zukunft, die noch nicht existiert. Und du malst sie dir generell schöner aus, als sie sein wird, oder schlimmer, als sie sein wird. Ja? Aber nie so, wie es wirklich ist. Das heißt, die Zukunft ist immer nur eine Hypothese. Genau. Salut. So, da haben wir die Vergangenheit, die nicht mehr existiert, die Zukunft, die noch nicht existiert. Und du bist mit deinen Gedanken immer, und das garantiere ich, das kannst du gerne zu Hause gefahrlos für dich selbst nachprüfen. Du befindest dich mit deinem Denken immer entweder in der Zukunft, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber nie im Jetzt hier. Warum? Ganz einfach. Weil im Jetzt hier gibt es kein Denken. Und das soll dir auch sagen, wie oft du wirklich im Jetzt hier bist. Wie oft bist du wirklich jetzt hier? Genau in dem Moment. Also angenommen, du bist mit der Arbeit fertig, gehst mal einkaufen. Ja? Beim Einkaufen bist du schon beim Einräumen des Kühlschranks. Beim Einräumen des Kühlschranks bist du schon beim Kochen, beim Kochen bist du schon beim Essen und beim Essen bist du schon beim Abwasch. Und beim Abwasch denkst du wahrscheinlich schon, was kommt nachher im Fernsehen? Und wo war jetzt gerade der Moment, wo du jetzt hier warst? Wo du immer ganz vollkommen meditativ aufgegangen bist im Abwasch. Und dir dieser Abwasch zu einer wahren Offenbarung wurde, weil es genau das ist, was gerade jetzt das Einzige ist, was wirklich existiert. Du und dieser Abwasch. Also jetzt hier sein ist gar nicht einmal leicht. So, und jetzt komme ich zum Lexikon. Und jetzt schaust du im Lexikon nach, wie wird denn dieses Jetzt definiert? Dann steht dort im Lexikon wortwörtlich, das Jetzt ist der Zeitpunkt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Bravo, Gratulation. Ich brauche zwei Begriffe, die gar nicht existieren, um das einzig Existente zu definieren, nämlich das Jetzt. Ganz schön schwierig, gell? So, und genau das ist das, was passiert, wenn du das machst, was ich mache. Täglich meditieren. 20 Minuten in der Früh, 20 Minuten am Abend, einfach nur da sitzen und nichts tun, nichts denken, nichts fühlen. Und auf einmal passiert was mit dir, wenn du es lang genug machst, wahrscheinlich. Ja. Auf einmal entdeckst du was, was du dein ganzes Leben lang vermisst hast. Sein. Auf einmal verschwindet die Angst vor der Zukunft, ja. Die Depression in Bezug auf die Vergangenheit. Und auf einmal bleibt was ganz was Schönes übrig, nämlich das Sein. Jetzt hier sein. Und auf einmal entdeckst du, dass du nicht bist. Dein Name, die Erziehung, die du genossen hast, die Ausbildung, die du hinter dir hast, die Wohnung, in der du wohnst, dein Bankkonto, die Kleidung, die du trägst, das Auto, das du fährst, die Beziehung, die du hast oder auch nicht hast. Du entdeckst, dass du irgendwas bist, das mit all dem gar nichts zu tun hat.
Und da passiert etwas in dir, das ich jetzt innere Stille nennen möchte. Es gibt ein sperrigeres Wort, das nennt sich Transzendenz. Transzendenz ist etwas, das die meisten Menschen nicht kennen. Sie kennen drei Bewusstseinszustände. Wachen, also das, was ihr jetzt glaubt zu sein, wach. Schlafen und träumen. Träumen ist nicht schlafen. Ja? Es gibt aber nur einen vierten Bewusstseinszustand und der ist wichtiger als all die anderen drei und das wäre die Transzendenz. Natürlich hat euch ein Mathelehrer nicht gesagt, so Leute, jetzt nehmen wir unser Matheheft raus und rechnen uns mal die Transzendenz aus. Auch die Deutschlehrerin hat nicht gesagt, so Kinder, dieses Wort, was ihr jetzt an die Tafel schreibt, das heißt Transzendenz. Auch die Geschichtslehrerin hat euch gewiss nicht gesagt, ja, es gab mal ein Zeitalter, da befanden sich die Menschen grundsätzlich im Zustand der Transzendenz. Auch in Geografie konnte nicht lokalisiert werden, wo ist jetzt die Transzendenz gerade. Ja, und dann sind wir es auch schon durch. Im Grunde hat man euch das ganze Leben einen wichtigen Bewusstseinszustand vorenthalten. Man hat euch erklärt, was Schlafen ist, ja, was Träumen ist. Freud hat das super erklärt. Ich hätte eine andere Erklärung, was Träumen ist, aber ist egal. Aber das Wichtigste, die Transzendenz, die innere Stille, den Zustand des Jetzt-Hier-Seins, des Nicht-Denkens, Nicht-Fühlens, nicht in Emotion befindlich sein, sondern einfach nur sein, da hat man gesagt, das ist nicht wichtig. Das müsst ihr nicht können, das müsst ihr nicht. Wichtig ist, dass du in Mathe gut bist. Wichtig ist, dass du schreiben und lesen kannst. Wichtig ist, dass du weißt, wann Ludwig der 14. sich den Allerwertesten ausgewischt hat. Und das war ganz wichtig, dass du die Quadratwurzel aus 256 ziehen kannst. Nur überlebenstechnisch, ehrlich, ich im Regenwald kann immerhin die Quadratwurzel aus 256 ziehen. Aber Feuer vielleicht nicht machen. Also jetzt so generell für dein Leben oder wenn du Liebeskummer hast, sagst du, ja Baby, geh, aber ich kann immerhin die Quadratwurzel aus 256 ziehen. Tschüss. In den entscheidenden Momenten deines Lebens war das, was du in der Schule gelernt hast, nie wirklich wichtig. Es war Absicht. Das soll ja so sein. Das sind die Dinge, die wirklich essentiell und wichtig sind für dein Leben, für dein Wohlbefinden, für den Zustand der Zufriedenheit. Und ich rede hier nicht von Glück. Weil Glück kommt nie alleine, Glück hat immer die Schwester damit, das Unglück, weil sonst weißt du gar nicht mehr, was ist das eine, was ist das andere. Es gibt schlaue Menschen, die sagen, aber es gibt doch die Unzufriedenheit. Richtig, wir kommen mit der Sprache immer wieder an eine Grenze. Und deswegen tue ich mich auch seit fast einem Jahrzehnt so unheimlich schwer, da zu sitzen und Menschen zu erklären, was nicht zu erklären ist. Weil sie werden kommen und sagen, du Andersmensch, wie fühlt sich denn das an, wenn man so innerlich still ist und im Jetzt hier ist? Wie beschreib das einmal. Das ist, glaube ich, so, wie wenn man versucht, die Liebe zu beschreiben. Also wer meine Arbeit kennt, der weiß, ich bin auch Poet, ich schreibe ja Gedichte auch. Ja. Und Gott sei Dank gab es bis heute keinen einzigen Dichter, der jemals die Liebe beschrieben hat. Als paar Definition, also Goethe hat einmal in einem Gedicht die Liebe beschrieben, dann könnte jetzt jeder Dichter gehen und sagen, schau, der Goethe hat es uns eh gesagt, das ist die Liebe, da brauchst du nicht nachlesen, so schaut es aus, wenn es nicht so ist, ist nicht die Liebe. Du kannst die Liebe nicht beschreiben, du kannst die Transzendenz nicht beschreiben, du kannst dir nicht einmal das beschreiben, was tatsächlich Leben ausmacht. Ja? Deswegen ist das, was ich versuche hier auf der Bühne zu erklären, eine Unmöglichkeit. Ich kann euch nicht erklären, was ist innere Stille. Ich kann euch aber Wege zeigen, wie komme ich denn zu dieser inneren Stille? Wie komme ich dazu, nur jetzt hier zu sein? Da gibt es jetzt ein paar praktische Wege, die kann jeder für sich selbst ganz einfach zu Hause anwenden. Das erste ist, sei dir sicher, du bist nicht dein Denken. Der denkt, ist ein anderer als der ihn beim Denken beobachtet. Ist das schon aufgefallen? Wenn du so mal so wirklich den Mut hast, diesen gewagten Schritt zu unternehmen, dich hinzusetzen, die Augen zu schließen und dir selber beim Denken zuzuschauen. Dann wirst du feststellen, dass da einer ist, der denkt und einer ist da, der beobachtet den beim Denken.
Und da wird es schon interessant, weil wer bist du jetzt wirklich? Der denkt? Oder der dem Denker beim Denken zuschaut? Das wäre zum Beispiel eines, was du zu Hause machen kannst. Und dann wirst du feststellen, dass in dir Gedanken sind, die du dir gar nicht selbst ausgesucht hast. Und das wäre jetzt der erste Schritt zur inneren Stille zum Beispiel. Ja? Du filterst einmal aus, wer spricht da eigentlich in dir. Und hör genau hin, weil es könnte sein, dass es die Mama ist, der Papa, der Bruder, die Schwester, deine Lehrer, deine Spielkameraden, deine Partner und Ex-Partner, die alle irgendwann einmal ein Statement über dich abgegeben haben. Ja, du Franzi, du Susi, du bist so oder so. Manches wolltest du nicht sein, manches schon. Das, was dir gefallen hat, hast du gesagt, ja, so bin ich. Bei manchen hast du gesagt, nein, so bin ich nicht. Meine Tochter, die da hinten steht mit meiner Frau, 3 Monate alt, ist ein guter Lehrer, der beste, den ich überhaupt habe. Mich immer wieder daran zu erinnern, was ist jetzt hier sein und als was komme ich denn zur Welt? Ich komme auf die Welt als leeres Blatt Papier. Und eigentlich bleibe ich das auch den Rest meines Lebens. Andere schreiben da Geschichten drauf. Ich vielleicht ab und zu lasse mich hinreißen und sagen, ja, ich bin so. Bist du aber nicht. Das wirst du irgendwann einmal feststellen, wenn du den Moment erreicht hast, wo du jetzt hier bist, auf einmal stellst du fest, all das, was ich glaube zu sein, bin ich nicht. Ich gehe mir die Hände waschen, das ist auch ein interessantes Beispiel. Ich gehe mir die Hände waschen. Wer ist der Ich und wer ist der Mir? Wer ist der Ich, der mir die Hände wäscht? Frag dich das immer wieder. Ich mache mir ein Brot. Wer ist der Ich, der mir das Brot macht? Wer ist der Ich, wer ist der Mir und wer von den beiden bist du wirklich? Das wäre jetzt einmal eine interessante Übung für dich selbst herauszufinden, was von dem, was ich glaube, dass ich bin, bin ich denn wirklich? Und wer in mir, diese inneren Richter, was deine Lehrer einmal gesagt haben über dich, was deine Freunde gesagt haben über dich, was dein Elternhaus, deine Erziehungsberechtigten über dich gesagt haben, stimmt das wirklich? Und wie weit liegt es schon zurück, dass irgendjemand irgendwann einmal über dich gesagt hat, was du bist oder nicht bist. Und filter das heraus und stelle fest, dass unterm Strich meistens der Ich dem Mir irgendwas erzählt hat, beziehungsweise eine außenstehende Person, und du begonnen hast, daran zu glauben, das zu sein. Das war mal ein Weg zur inneren Stille. Ja? Sich zu helfen, dass diese ganzen inneren Richter, diese Fremdstimmen im Innersten, und ich meine jetzt nicht diese pathologischen Stimmen, ihr seid ja nur neidisch, weil ihr die Stimmen nicht hören könnt, sondern ich meine diese inneren Einflüsse, wenn du jetzt mal so eine ganze Weile da sitzt. Probier das mal so aus. Einfach wirklich nur hinsetzen, die Augen schließen und versuchen, nichts zu denken und schauen, wie diese Gedanken da oben zusammenhanglos, ja, eine absolute Kakophonie, als Musiker weiß ich, was eine Kakophonie ist, erzeugen. Ja. Da sitzt du da und versuchst, nichts zu denken. Ja, mei, das war halt ein anstrengender Tag. Ja, was meine Mutter damals zu mir gesagt hat, ah, jetzt habe ich nur Milch im Kühlschrank. Und wenn ich jetzt einfach so mache, dass ich mir vielleicht den Kredit aufstocken lasse, Jesus, ich brauche neue Socken. Du wirst feststellen, dass da oben Wahnsinn herrscht. Das Denken ist ein Zustand, wenn du jeden Gedanken in Form eines Tones, ja, nach außen bringen würdest, du würdest wahrscheinlich noch 5 Minuten sagen, dra den Scheiß auch, ich halte es nimmer mehr aus. Ja? So viel Chaos spielt sich da oben im Gehirn ab und das hängt nicht zusammen. Das ist keine schöne Symphonie. Das sind keine Akkordfolgen, auf die du abgehst. Ja? Sondern das hängt alles nicht zusammen. Und da wird es dann schon haarig, weil wie stelle ich das eigentlich ab? Und du musst dir mal vorstellen, dass selbst wenn du glaubst, dass du schlafst, also Ruhe findest, arbeitet da oben das Gehirn. Das nennt sich Träumen. Träumen ist eine Form des Denkens. Ja. Vom ersten Gedanken an, ja, bis über den Herztod hinaus, das Herz hat schon längst aufgehört zu schlagen, ist immer noch Gehirnaktivität zu messen. Das ist wissenschaftlich erwiesen, so. Ich weiß, das ist das Totschlagargument.
Es ist aber so, also das Denken macht sich da selbstständig, auch im Schlaf, und du nennst es dann Träumen und glaubst, du wärst dann in einem Zustand von Ruhe. Bist du aber nicht. Es reichen 2 Stunden Schlaf in Summe, ich meine Tiefschlaf, ja, das mehr brauchst du in Wahrheit nicht. 2 Stunden, das ist alles, was der Körper braucht, um sich quasi zu erholen. Wo die Organe dann so runterschrauben, ja, und ruhiger werden und der Körper quasi sein Akku wieder auflädt. Mehr müsstest du nicht brauchen. Träumen ist was anderes. Träumen ist, Freud hätte eine andere Erklärung. Ich sage, der Träumen ist das, was du im bewussten Zustand nicht lebst, das wirst du dann träumen. Das kannst du ganz auch gefahrlos zu Hause ausprobieren. Fang eine Diät an. Du wirst innerhalb von 3 Tagen anfangen, richtig vom Schweinsbraten oder die Veganer, ich weiß nicht, von einem üppigen Körndlmahl zu träumen. Oder hab einmal so 3-4 Wochen keinen Sex. Ui, da wirst du Träume haben. Ja? Das, was du nicht verwirklichst in deinem bewussten Zustand, das wirst du dann träumen. Also träumen ist keine Form der Erholung, sondern eine genial von Mutter Natur, von der Gottheit, wie du das nennen möchtest, angelegte Form der Kompensation. Also du findest auch im Traum und im Schlaf diesen Zustand des vollbewussten Jetzt-Hier-Seins nicht. Weil erinnerst du dich an den Tiefschlaf? Wenn das der Fall wäre, dann könntest du absichtlich dir verschlafen. Ich schlafe noch nicht tief, warte, jetzt streng ich mich ein bisschen aus, dann schlafe ich noch ein bisschen tiefer, so 15% ungefähr. Geht nicht. Also du bist im Tiefschlaf, bist du gar nichts. Also du bist nicht hier, nicht da, gar nichts. Jetzt hier sein, Transzendenz, bedeutet aber, es ist hier und ich ist nicht hier. Ich kann es anders ausdrücken, ich verwende jetzt das böse G-Wort, Gott. Ja. Wenn ich da bin, ist Gott nicht da. Wenn Gott da ist, bin ich nicht da. Verstehst du, was ich versuche zu sagen? Wenn das Ich, das Ego da ist, dann ist Gott gerade nicht gefragt. Wenn das Ich verschwindet, und das tut es auch, und kann es auch, dann auf einmal ist was da. Das bist aber nicht du, der du glaubst zu sein. Unterscheiden wir zwischen Ich und Selbst. Wir sagen das gerne, das ging ja wie von selbst. Das heißt, es ging leicht. Ach, das erledigt sich von selbst. Das heißt, es geht leicht. Und in der Sprache steckt so viel Weisheit drinnen. Wenn du schon beim Beobachten bist deines Denkens, dann hör dir auch gerne beim Reden zu. Das machen eh die meisten, die hören sich gerne beim Reden zu, aber hör zu, was wird denn hier gesagt? Ich fange mit dem Klassiker an, Enttäuschung, die kennt eh jeder. Ja? Ich bin so enttäuscht. Ihr kennt es, das ist nicht das Beste. Es gibt andere Beispiele, die sind viel besser. Enttäuscht. Also, das heißt, du bist nicht mehr getäuscht. Wieso bist du dann traurig? Ich meine, welcher Mensch täuscht sich gern? Ich bin so enttäuscht. Eigentlich solltest du jubeln und feiern. Wäre jetzt eines dieser Beispiele. Dann gibt es dann noch die Wahrnehmung. Wahrnehmung. Das ist das, was ich für wahr annehme. Aber noch lange nicht die Wahrheit. Das ist nur das, wie ich die Wahrheit annehme. Und da breche ich jetzt mit den Esoterikern, mit den Erzesoterikern, da breche ich jetzt ein Dogma, weil ich behaupte, es gibt die einzige für alle gültige Wahrheit. Es gibt nicht 7 Milliarden Wahrheiten. Es gibt eine Wahrheit, aber 7 Milliarden Wahrnehmungen dieser Wahrheit. Einfaches Beispiel, der andere Mensch hat entweder 5 Euro eingesteckt oder er hat nicht 5 Euro eingesteckt. So, angenommen, ich habe 5 Euro eingesteckt, dann ist das die allgemeingültige Wahrheit, die gilt für jeden. Ob er es jetzt umrechnet in Yen oder in Schweizer Franken, war wurscht. Ich habe 5 Euro eingesteckt. Ob du das jetzt siehst und weißt, das wäre die Wahrnehmung. Aber es lässt sich nicht dran rütteln, das Universum existiert vielleicht gerade,
aus einem Andersmenschen und einem Publikum und der Andersmensch hat 5 Euro eingesteckt. Und da kann man jetzt, da kann jetzt jeder Esoteriker herkommen, ja, das ist ja alles nur eine Frage der Betrachtungsweise. Es könnte natürlich auch ein Stück Papier sein und trotzdem steht auf dem Stück Papier drauf 5 Euro. So, also ist das eine Wahrheit. Die Wahrheit, die ist für alle gleichgültig. Und wenn jeder herschauen würde, die zahlt den 5 Euro aus und sagt, da schau, dann sind es halt 5 und nicht 10 und nicht 20. Es sind 5 Euro. Ob du die 5 Euro jetzt von deiner Warte aus siehst oder von meiner Warte, ist ich vielleicht die Brücke? Ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt, auf jedem Euroschein ist eine Brücke drauf. Ich gebe das Geld immer nur mit der Brücke her. Weil ich möchte, dass das Geld fließt von mir zum anderen. Ja? Also, jetzt könnte man natürlich streiten, wie der 5-Euro-Schein ausschaut, weil ich sehe die vielleicht die Brücke und ihr seht die andere Seite. Das war die Wahrnehmung. Die Wahrheit ist aber, das ist ein 5-Euro-Schein. Da ändert sich nichts dran. Auch wenn ich jetzt noch so esoterisch bin und Räucherstäbchen mir ins Ohr klopfe und in die Nase stecke und die Nacktschamper schon im Anus stecken habe, es wird sich nichts daran ändern, dass das 5 Euro wären, zum Beispiel. Ja? So, jetzt gibt es also eine Wahrheit. Wenn es eine Wahrheit gibt über das, was du wirklich bist, über jeden einzelnen Sachverhalt in der Welt gibt es eine Wahrheit. Jetzt gibt es aber auch über dich, weil du bist auch ein Sachverhalt, auch eine Wahrheit. Du bist aber nicht dein Name, dein Geburtsdatum, dein Wohnort, dein Auto, dein Haus, deine Beziehung, die du hast oder nicht hast, deine Ausbildung, deine Hoffnungen, Wünsche, Ängste, Befürchtungen, all das bist du nicht. In meiner Praxis als Hypnotherapeut kommen Leute zu mir und sagen, du, ich wäre gern anders. Dann sage ich, okay, schon, mach mal. Was möchtest du denn verändert haben? Und nach 5, 6 Sitzungen haben wir ihn verändert. Also kann der Mensch das, was er glaubt, was er ist, nur eine Wahrnehmung dessen sein, was er wirklich ist. Und genau das ist das, was passiert, wenn du den Zustand innerer Stille erlangst. Auf einmal erkennst du, dass das, was du über dich vorher hattest, eine Wahrnehmung dessen war, was wirklich wahr ist. Aber wie komme ich jetzt in den Zustand? Mit einfach hinsetzen, die Augen schließen und versuchen, nichts zu denken, ist es nicht getan. Das kann jeder für sich selbst ausprobieren. Eben. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Bereich, den viele glauben zu kennen, die Meditation. Wenn du heute ins Internet gehst und eingibst auf Google Meditation, du kriegst Unmengen an Informationen. Ja, da gibt es diese Meditation, jene Meditation, diese dort ein Meditationskurs, da ein Meditationsseminar. Und dann gibt es den interessanten Fakt, wenn ich jetzt zu einem Menschen des Westens gehe, vielleicht zu einem von euch und sage, lass uns meditieren, dann wirst du wahrscheinlich sagen, geht schon. Über was? Wenn ich zu einem Menschen des Ostens gehe und sage, lass uns meditieren, setzt er sich mit mir hin, schließt die Augen und geht in die Stille. Das heißt, dass was dir heute hier im Westen als Meditation verkauft wird, wie schließe deine Augen, entspanne dich, folge deine Aufmerksamkeit tief in dein Innerstes, wo du dein Krafttier finden wirst und dein Krafttier wird dir jetzt sagen, wie du deinen Partner wieder zurückbekommst. Das alles ist nicht Meditation. Weißt warum? Weil während dir das einer sagt, musst du kognitiv bei dem sein, was der dir sagt. Also bist du ständig am Denken. Und genau das ist es, was ich meinen Sannyasins bei meinen Seminaren beibringe, weil ich selbst seit fast 38 Jahren täglich für mich praktiziere. Den Zustand des Nichtdenkens. Da gibt es niemanden. Also wenn du jetzt zu mir kommst zum Meditationsseminar, brauchst du mich nicht mehr. Du brauchst da keine CD von mir kaufen, wo ich dir jetzt sage, dass du deine Augen schließen sollst und die tief entspannen sollst. Und Gott, du musst dich noch tiefer, ganz fest entspannen. Ja, und je mehr ich dir das sage, dass du dich entspannen sollst, desto schwieriger wird es für dich. Ja? Das heißt, das, was ich versuche zu erklären, das habe ich immer noch nicht erklärt. Und jetzt sitze ich ja schon fast eine Stunde da, ja, und habe es immer noch nicht erklärt, weil es einfach nicht zu erklären ist. Du kannst den Zustand der inneren Stille nur erfahren.
Natürlich kann ich da Wege zeigen oder jeder andere, der sich damit auskennt, ein bisschen dir Wege zeigen, wie du dorthin kommst. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, du, pass auf, vor 2 Wochen erst die Erleuchtung erlangt, gell? Seitdem bin ich vegan, ich onaniere nicht mehr, ich ernähre mich, wenn nicht vegan, dann nur von Licht. Wenn ich furze, dann ist es ein Einhornscheiß, ja? Dann sei vorsichtig. Er will dir irgendetwas verkaufen, das seinem Ich, seinem Ego sehr gut tut. Mir tut es auch gut, also meinem Ego gibt es zu. Mir tut es sehr gut, jetzt da zu sitzen und vor euch zu reden. Ich habe erst neu, jetzt kurz vorher vor der Anmoderation gesagt, du, ich muss ja nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, es reicht auch, wenn ich darin sitzen darf. Ja? Aber ich weiß halt über mein Ego Bescheid. Ich weiß, da ist das Ich und dann gibt es da das Selbst. Und täglich, 2-mal, konfrontiere ich mein Ich mit dem Selbst und in dem Moment, wo das Selbst da ist, verschwindet das Ich. Und dann bleibt etwas übrig, das mit der Wahrnehmung von der Wahrheit nichts mehr zu tun hat, sondern es bleibt die Wahrheit übrig. Die Wahrheit über das, was ich glaube zu sein. Und das steht auch dir zu. Es steht jedem Einzelnen zu, dass er diesen Zustand für sich erlangen darf. Es hat euch nur keiner beigebracht, wie das geht. Obwohl das Wichtigste wäre. Ein Mensch, der regelmäßig mit seinem Selbst in Kontakt kommt, der konsumiert viel weniger, der muss ja nicht wählen gehen. Also ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, ich lebe jetzt in Bayern, aber wenn du mich fragst, wer stellt die österreichische Bundesregierung, ich kann da keinen Namen nennen. Und das schon seit 16 Jahren. Und komischerweise hat sich in meinem persönlichen Leben dadurch nichts verändert. Ich wusste das früher. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich kann da nur sagen, es werden dieselben Gangster sein, nur die Namen haben sich geändert. Es wird irgendwann einmal, wenn du dir regelmäßig den Zustand innerer Stille aufsuchst, das, was so im Außen passiert, zwar noch mit dir in Berührung stehen, aber es wird nicht mehr das Maßgebende sein, weil du entdeckst, du bist zwar in der Welt, aber nicht mehr von ihr. Und da ist ein großer Unterschied. Ich kann euch nur herzlichst einladen. Ich glaube, ich bin kurzsichtig. Was? Ah, okay, beim Fußball gibt es die gelbe Karte und die rote, ich habe die 10-Minuten-Karte gekriegt. Ich versuche sie jetzt schon langsam dann an ein Ende zu bringen. Es ist relativ schwer, weil der Stoff, den ich da intellektuell mit euch durchkauen könnte, dermaßen umfassend ist. Und wir kämen vom Hundertsten ins Tausendste, wir kämen dann irgendwann bis zu den Chemtrails, die es nicht gibt. Ja, und bis zum Fluorid in der Zahnpasta, aber da will ich gar nicht hin, weil dazu lade ich euch ja ein, herzlichst, mich bei einem meiner Seminare zu besuchen, wo ihr euch dann wahrscheinlich das größte Geschenk, das ihr euch selbst macht, geben kann, nämlich Wege zur inneren Stille, wo ihr euch in einem wirklich intensiven 10-12-Stunden Seminar all das ins in Erinnerung rufe, was über die Jahrzehnte eures ja nicht jetzt hier seins verschüttet wurde. Meine Tochter kann es noch, die ist noch jetzt hier, immer. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja gut, super Handels, Mensch, was soll ich jetzt machen, an mir Windel umbinden, ja. Wieder den ganzen Tag schreien und die Welt terrorisieren und von einer Emotion, einer Stimmung in die nächste schwanken, dann plötzlich einschlafen, sabbern, mich übergeben. Nein, natürlich nicht. Du musst natürlich dieses Leben weiterleben, das du jetzt lebst, aber du kannst dich von dem Leben, in dem du glaubst, so tief verankert und verwurzelt zu sein, dass es keinen Ausweg mehr gibt, sehr wohl befreien. Und zwar da drinnen. Weil mein Anzug zum Beispiel, wenn ich jetzt, angenommen, ich würde jetzt tot umfallen, mein Anzug, den nehme ich mir nicht mit. Vielleicht in den Sarg, in die Urne, aber jetzt nicht dort, wo ich hingehe. Ja?
auch mein Auto nicht, auch die Musik, die ich heute Abend noch machen werde, nehme ich nicht mit. Ich nehme nicht einmal meine Frau oder meine Tochter, meinen Bruder, meine Schwester, nimmt gar nichts mit. Das, was ich da drinnen gehabt habe, das geht mit. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen. Und wieso leben wir dann in einer Welt und glauben tatsächlich, es wäre unheimlich wichtig, all das, was außerhalb von uns ist, all das, was außerhalb ist, mein Auto hat einen Kratzer, Jesus, ihr schießt mich. Meine Freundin hat mich verlassen. Ja, das hat die Freundin vor 10 Jahren auch schon. Ich garantiere euch, dass es wesentlich wichtiger ist, da drinnen, da in seinem Innersten sein, seinen Reichtum zu schaffen. Und der Reichtum heißt nicht immer viel zu haben, sondern Reichtum heißt oft gar nichts zu haben. Keine Gedanken, keine Gefühle, keine Emotionen zu haben. Und wenn es nur ein paar Momente am Tag ist, weil auf einmal verschwindet etwas, das du gar nicht bist, und das, was du wirklich bist, tritt hervor. Und wenn du das ein einziges Mal in deinem Leben wirklich vollbewusst gekostet hast, ich garantiere dir, du wirst nie wieder etwas anderes über diesen Zustand stellen. Gar nichts. Das ist ein Versprechen, das ich euch gebe. Und sollte das nicht bei euch eintreten, wenn ihr euch auf den Weg der inneren Stille begebt, es muss ja nicht über mich sein, ihr könnt ja zu jedem anderen gehen, von dem ihr glaubt, dass der euch das beibringen kann oder euch dabei helfen kann, das zu erlangen. Ich verspreche euch, ich werde jetzt von dem Moment an, wo du einmal jetzt hier warst, ein einziges Mal transzendiert hast, ein einziges Mal diese innere Stille bewusst gekostet hast, wirst du feststellen, dass alles andere in deinem Leben schon schön ist, aber nicht das Beste. Ferrari fahren ist geil. Ich fahre selber an. Nein, war nur Scherz. Ferrari fahren ist geil, aber fliegen ist noch geiler. Und da brauche ich, das kann ruhig billigster Verflügel sein, die ich habe. Ja. Ostblockflügel, meinetwegen. Aber wenn ich einmal geflogen bin, steige ich doch nicht mehr in einen Ferrari. Und genau darum geht es bei der inneren Stille. Der Zustand des inneren Stillseins ist ein Zustand, wie wenn du vorher laufen konntest, Ferrari fahren konntest und auf einmal kannst du abheben und fliegen. Und glaub mir, in dem Moment, wo du das einmal erlebt hast, möchtest du nicht mehr am Boden unbedingt und 600 PS anreißen, tanken gehen und so weiter. Verstehst du diese Analogie? Ich benutze gerne Analogien, um gewisse Dinge klar zu machen. Klaus, wie schauen wir aus? Naja, dann wollen wir diese 7 Minuten auch gewinnbringend einsetzen, indem ich ein bisschen Werbung mache für mich. Na, also wer sich wirklich dafür interessiert und sagt, hey, das, was der Mann heute gesagt hat, interessiert mich, beziehungsweise ich kenne ihn eh vom Internet, ja, ist herzlich eingeladen. Die nächste Gelegenheit, die du hast, wäre am 17.06., also eigentlich nächstes Wochenende in München. Bei Venus findet Mars die Wiedervereinigung der Geschlechter. Wenn du dich mit dir selbst in deiner Geschlechterrolle uneins fühlst und deine zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so funktionieren, wie sie sollen, dann hat es oft mit dir selbst was zu tun, weil du mit dir selbst uneins bist. Und dieses Seminar wäre da wirklich ideal für dich. Ja? Die übernächste Gelegenheit, wie am 8.7., der Ruf nach dem Seelenpartner. Wir alle wünschen uns Liebe. Wir wollen lieben, wir wollen geliebt werden. Wie geklappt hat es vielleicht nicht immer oder nur temporär, aber es gibt doch Möglichkeiten und es gibt sie. Möglichkeiten der lebenslangen Partnerschaft. Natürlich kannst du jetzt nicht zum Seminar kommen und ich drücke dir den Partner aufs Auge, den du dir suchst, aber es gibt Strategien, dich zu befreien von gewissen Altlasten, um dich zu öffnen für die Möglichkeit, deinem Partner zu begegnen, beziehungsweise deine bestehende Partnerschaft zu dem zu machen, was du dir immer gewünscht hast, nämlich eine Partnerschaft, die auch noch nach Jahrzehnten rockt. Und wem es wirklich interessiert und sagt, ich gehe ans Eingemachte, der darf am 5.8. in München bei mir sein und da geht es um Silent Sanyas, der Weg des stillen Gewahrseins, Thema des
jetzigen Vortrags. Dort lernst du viel hocheffektive Techniken, die dich dahin führen, in den Zustand des Jetzt-Hier-Seins, in den Zustand der inneren Stille, in den Zustand der Transzendenz zu gelangen. Und was ich dir dort beibringe, sind alles Techniken, die ich selber verwende. Ja? Und zwar sehr zufrieden und erfolgreich seit fast 38 Jahren. Wir haben mit Stille begonnen und ich ende auch mit Stille. Danke fürs Zuhören. Ah ja, wer heute Abend keine Stille haben möchte, ich bin dann noch da als musikalischer Haupteck des Abends. Da ist dann die Stille. Die innere Stille kannst du dann auch haben, aber äußere wird es keine geben. Versprochen. Super, vielen, vielen Dank. Nochmal einen großen Applaus an David Pausweg. Und wir freuen uns, ihn am Abend dann sowohl auf dem Podium und auch als Produzent Musik aus der Konserve würde uns dann liefern.